So, und damit sind wir zurück. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass wir den Enderdrachen gelegt haben. Dementsprechend haben wir auch noch 60 Level, die wir gleich verbrauchen werden. Aber ich habe auch schon vorbereitet, was wir heute machen können. Und zwar möchte ich heute endlich den Enderman Grinder bauen, damit wir uns um Erfahrung endgültig keine Sorgen mehr machen müssen und halt auch jederzeit unsere Items reparieren können. Und vielleicht schaffen wir es heute sogar noch auch unseren Cobblestone-Generator zu bauen. Ich weiß halt nur noch nicht wo. Jetzt müssen wir mal gerade warten, bis die Sonne untergeht, damit wir schlafen können. In der Zwischenzeit, das Misa-Pack wurde auch wieder geupdatet. Wir haben jetzt die Laternen und auch die, natürlich ihre Seelenfeuer-Gegenstücke. Die sind jetzt fertig. Das Warped-Biom müsste jetzt drin sein. Und ich glaube noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, die Glastextur wurde noch ein bisschen verändert, wobei ich jetzt hier gerade keinen Unterschied sehe. Und ich habe ein paar zusätzliche Öfen angeschafft, weil wir für den Enderman Grinder unter anderem Glas brauchen werden. Also nicht streng genommen, aber mit Glas sieht es halt besser aus. Ich hoffe, dass unsere Rohstoffe reichen. Genau, hier habe ich schon ein paar Sachen zusammengepackt. Mal gucken, was habe ich. Wie habe ich die? Michael mit einem B, genau. Und das habe ich als Nametag genommen für die Endermite, weil ich einfach keine bessere Idee hatte. Wir müssten auch noch. Hier drin? Genau, hier ist noch eine Schulkerbox mit noch mehr Blöcken. So, wir brauchen auf jeden Fall 33 Lapis. Genau, und ich habe noch ein paar Bilderrahmen platziert. Wo sind meine Bücher? Ich glaube, ich hatte Bücher hier unten in dem Ast drin. Also ich hoffe ja auf Respiration, Sweeping Edge oder auf nicht das. Das ist das Problem bei Büchern, es kommt nur Müll raus. Sweeping Edge 3, das ist schon mal. So, zumindest schon mal Sweeping Edge. Und das End sieht halt schon auch echt heftig aus mit ja, es ist mit dem Shader. Das Ding ist, ich bin nicht mal, ist sowieso ein bisschen zwiegespalten, wie viel Mühe ich überhaupt investieren will in diesen Enderman Grinder, weil das kein. Wenn es nach mir geht, wenn wir mal irgendwas Großes im End bauen, dann wird auch der Enderman Grinder darin integriert sein. Aber jetzt halt die komplette Insel hier schon zu yeeten, wäre halt ein. Würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Das Problem ist, wenn ich es nicht an beiden Seiten abblocke, dann verbreitet sich das Wasser halt leider auch nicht. So ist es, würde dann versuchen runterzufließen und sich nicht in diese Richtung ausbreiten. Und das ist ein Problem. So, und jetzt ist das hier ziemlich safe. Ich meine, es tropft zwar, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres als das. So, in der Mitte kommen auf ein Block erhöht die Enderman hin. So, hier drauf dürfte jetzt eigentlich nichts spawnen, oder? Doch, kann es. Doch, weil ich es falsch gemacht habe. Ach nee.
Also entweder mache ich noch eine Lage drauf. Eigentlich muss ich sogar noch eine Lage drauf machen. Damit ich halt innen die höhere Decke behalten kann. So, ich hoffe, das reicht mit dem Glas, weil sonst müssen wir noch welches machen und das dauert ewig. So, wir können schon mal... Ja, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Genau, und zwar brauchen wir natürlich später einen Mechanismus, der die ganzen Enderperlen wegwirft. So, theoretisch, wenn ich den mit irgendwas triggere, müsste der ja seine Items darüber werfen. Das Problem ist nur, ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Das da müsste eigentlich reichen. Ich habe keinen Teppich mitgenommen, stelle ich fest. Das müsste man später noch ergänzen. Okay, das heißt, das haben wir auch schon mal drin. Das war mir jetzt aber in erster Linie deshalb wichtig, damit ich direkt die Hopper richtig platzieren kann. Dass die auch alle richtig hier rein zeigen. So, und dann wäre der nächste Schritt die Plattform oben. So, lass mal gucken. Wir haben hier, wir sind hier die Höhe 50. Das heißt, theoretisch sollte die Plattform auf 93 sein. Ich mache sie vielleicht mal irgendwie auf 90 oder so. Ganz ehrlich, mit dem Schwert sterben die Endermen so oder so mit einem Treffer. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Ob die jetzt ein halbes Herz oder ein anderthalb Herzen haben oder zwei Herzen, ist dafür letztendlich auch egal. Aber es haut ja doch ganz gut hin mit dem Glas. Besser als ich dachte tatsächlich. 85. Eigentlich dieser Stack noch. Dann kann ich mit Stein weiterarbeiten. So, und dann können wir hier wieder mit den halben arbeiten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jupp, geht auf. Das Glas können wir eigentlich mal wieder zurücklegen. Ebenso wie das hier. Was ich schon weiß, ist, dass wir... Na. So, Falltüren, weil die Endermen dann denken, das wäre ein kompletter Block und sie könnten da drüber laufen. Da ist sie. Hat es funktioniert? Hat es funktioniert? Hat sie den Namen? So, ich muss gleich einmal wegfliegen. Wenn sie despawnt, dann haben wir, müssen wir ein neues Namensschild holen. Also ich höre sie, aber ich habe halt immer noch die Befürchtung, dadurch, dass ich den Namen nicht sehen kann. Wir können eigentlich jetzt die ganzen Fackeln mitnehmen. Also sie werden schon mal aggressiv. Dann stoßen sie sich gegenseitig runter. Also laut ist es schon mal.
Aber soweit funktioniert es. Ich muss nur immer die Lautstärke runterdrehen, bevor das komplett überhand nimmt. So, wie machen wir jetzt den Mechanismus zum Entsorgen? Damit das auch nur in eine Richtung funktioniert. Nee, das funktioniert nicht, weil dadurch der Redstone nicht mehr direkt da reingeht. Deshalb mag ich keinen Redstone. So, sieht man nicht schön aus. Aber es sollte funktionieren. Ich habe das vermisst. Unbegrenzte XP und unbegrenzte Werkzeughaltbarkeit ist schon sehr geil. So, die Frage ist halt auch, wo würde man so einen Cobblestone-Generator platzieren? Weil es sollte ein halbwegs sicherer Bereich sein, also möglichst drin. Aber hier passt, finde ich, keiner wirklich rein. Also nicht so, dass es auch gut aussieht. Beim Spinnengrinder würde es sich irgendwo anbieten. Auf der anderen Seite möchte ich nicht die ganze Zeit die Spinnen im Hintergrund hören, vor allem weil der Spinnengrinder jetzt sowieso total überflüssig geworden ist. Bis auf halt die Spinnenseite und die Spinnenaugen, die vielleicht mal da rausholen können, die wir aber auch nicht ständig brauchen werden. So, Frage ist immer noch, gehen wir in eine Höhle? In der Hoffnung, allein schon für Lapis wäre das vielleicht ganz gut. Oder schauen wir, dass wir den Cobblestone-Generator irgendwo unterbringen. Ich meine, die Mine wäre theoretisch auch eine Überlegung. Aber nicht meine erste Wahl, muss ich sagen. Aber das Problem ist, dass das hier halt einfach alles eine ungerade Breite hat. Und der Cobblestone-Generator hat halt eine gerade Breite. Und deshalb passt das halt zumindest nicht an sowas. Hey, schon 12 Sprengpulver. Was ist immerhin genug für 36 Raketen? Also wirklich, also ganz sinnlos ist diese Tour dann doch nicht. Unsere Steinprobleme hat es natürlich jetzt nicht gelöst, aber das ist okay. Ich glaube, damit muss ich mich nochmal offscreen auseinandersetzen. Weil sonst wird das echt nervig. Das brennt weiter durch. So, dann würde ich sagen, dann reicht das auch für heute. Ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen hier die Umgebung durchgrabe. Das macht jetzt. Ich glaube, das macht es für heute auch nicht mehr wirklich spannender. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass ich den Stream vor Weihnachten, also am 20. auch noch normal hinkriege. Vielleicht weiß ich dann auch, wo wir den Cobblestone-Generator bauen werden. Aber zumindest haben wir es schon mal geschafft, dass wir jetzt unbegrenzte Erfahrung haben. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal, wann auch immer das ist. So, und da sind wir wieder. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und nebenbei auch mal Mending auf unserem Schild gepackt, damit wir uns darum in Zukunft nicht mehr kümmern müssen. Unbreaking können wir dann mal draufpacken, wenn wir noch mal ein Buch kriegen, wo das drauf ist. Wir sollten Nahrung kurz mitnehmen. Und zwar, wir werden heute einiges an der Infrastruktur und an der Umgebung von Crossroads Tempel arbeiten müssen. Ich möchte endlich mal hier diesen, was auch immer das ist, weg haben. Dann kriegen wir auch wieder mal ein bisschen Sandstein. Ich möchte Seelenerde sammeln für die Highways später. Und dann brauchen wir den Steingenerator, damit wir den ersten Highway auch absichern können. Und zwar soll der dann zum End führen.
Also keine Überraschungen mehr mit Hoglins auf dem Weg oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, was am sinnigsten ist, zuerst zu machen. Weil der XP-Grinder, nicht der XP-Grinder, den haben wir ja schon. Der Cobblestone-Generator, bzw. der Stone-Generator. Dafür bräuchten wir mal eben einen Platz. Und ich hatte überlegt, ob man da nicht sogar später noch einen, wie heißt es, einen Mason, also einen Stone Mason, einen Villager oder mehrere reinbringen kann, wo man dann farbiges Terrakotta, leider halt nur immer eine zufällige Sorte, oder halt auch Quarz rausbekäme. Hier würde es ja sich eigentlich anbieten. Jetzt mal gucken. Wenn man hier nochmal einen Weg später einplant, dann kann man eigentlich ziemlich safe das Haus hier abreißen. Oh. Hier waren die ganze Zeit Seegurken und niemand sagt was dazu. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die schon farmen kann. Oder ob ich dazu noch was brauche. Ich glaube, die wachsen nur in einem bestimmten Biom oder so. Aber die könnte man theoretisch zur Beleuchtung unter Wasser mal einsetzen. So. Das Ding ist, der Generator selbst ist halt eher lang, als dass er breit wäre. Aber davor muss noch eine Redstone-Schaltung. Ich überlege auch, ob ich hier später eine Beacon hier drunter packen kann. Das müsste dann halt, finde ich, schon eine 5er-Beacon sein. Und eine, die nicht optimal geformt ist noch dazu, damit es irgendwie passend aussieht. Andererseits kann man eine Haste-Beacon natürlich auch gut auf das Dach packen und das dann so ein bisschen als Pyramidenform drauf machen. Aber so weit sind wir sowieso noch nicht, weil wir haben halt noch keine Beacon. Und ich glaube, das könnte noch eine Weile dauern, weil wir weder eine Eisenfarm noch River-Skelette groß farmen können. Also eine 6er Breite. Wie gesagt, wenn ich später noch Stonemasons einbauen will, wird es halt wieder enger. Das heißt, da müsste man vielleicht mal Platz für noch ein bisschen ans Zusatz einplanen. Abgesehen davon, dass ich auch nicht so dicht an dicht bauen will. So, das Ding ist, von oben sehen die wieder gleich aus, oder? Ja, so ziemlich. Wir müssen uns nur dafür entscheiden für eins, weil die sehen halt, die verbinden sich halt unterschiedlich. So, da habe ich zwei Kisten. Ich müsste zwei Kisten eigentlich haben, oder? Genau. Weil die müssten, für dich müssen wir mal eben umplatzieren, danke. Hier ist wieder Sandstein. Der kann so und so. Theoretisch kann ich es, glaube ich, effizient, aber ich lasse es erstmal so. Ich hatte überlegt, ob man es, wenn man die längs macht, ob es damit nicht effizienter wäre, theoretisch. Aber genau, das ist eigentlich sogar schon zu breit, oder? Weil hier muss fließendes Wasser sein an allen Seiten. Das heißt, hier muss der Quellblock sein. So, und die beiden Pistons sollen mich dann spätestens, wenn ich die Haste Beacon habe, hin und her schieben mit einem Dauerpuls. Was natürlich das Potenzial hat, extrem laut zu werden. So, hier und hier weg. Und auch hier können wir dann den Fußabdruck des Gebäudes ein bisschen reduzieren. So, jetzt müssen wir ein paar Mal hin und her laufen. Aber wir haben jetzt nur eine unbegrenzte Wasserquelle hier. Das heißt, wir können es auch einfach so machen. So, jetzt haben wir hier immer fließendes Wasser. Jetzt muss die Lava halt von oben runterkommen. Und theoretisch müsste ein Lava-Eimer sogar ausreichen dafür.
So. Und jetzt. Funktioniert. Das heißt, da kann ich mich mit gedrückt gehaltener Taste hinstellen und einfach nur warten. Ich überlege gerade, okay, gut, breit genug für eine eigene Beacon wäre es nicht, aber wie gesagt, so weit sind wir nicht. Notfalls klalle ich irgendwo eine Beacon hin und lass die provisorisch da. So, das hier gefällt mir nicht so ganz. Also ich hätte gerne schon. Er sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, ich mache hier Glas drüber. Einfach damit, falls ich am Dach später nochmal arbeite, ich immer weiß, dass da drunter Lava ist und ich nicht. Also da reinzufallen und dadurch dann zu verrecken, wäre halt schon peinlich. Na gut, das Glas kriegen wir dann zwar wahrscheinlich nicht wieder, aber mal gucken, wie sieht es hier mit Blocklight aus? Ich muss hier nicht mal was drauf tun. 11. Das höchste, das niedrigste, was ich habe, ist 8. Das heißt, das müsste eigentlich spawnproof sein. Und gut, die Redstone-Schaltung kann ich notfalls immer noch unter den, und auch noch ein bisschen unter die Wand. Das reicht. Das reicht vollkommen. Und spätestens, wenn ich dann hier an der Seite noch wie so einen Flügel mache für Stone Man. Ich bin so dämlich. Ich bin sowas von dämlich. Ich hab's einen ganzen Block zu. Ich muss es jetzt nochmal einen ganzen Block verschieben. Ach nee, Leute. So, das funktioniert halt. Es funktioniert, aber man, sein volles Potenzial wird diese Farm hier erst erreichen. Wieso kommt denn hier manchmal Cobblestone raus? Weird. Eigentlich müsste das Wasser schneller sein als die Lava. Aber gut, das könnte auch an der Art und Weise, dadurch, dass ich die nicht instant meine. Das könnte was damit zu tun haben. Aber grundsätzlich funktioniert es. So, jetzt müssen wir nur noch. Die Redstone-Verkabelung hier irgendwie reinkriegen. Und die muss ich jetzt wirklich nachgucken. So. So, beide sind jetzt an. Und in den muss halt jeweils jetzt ein Repeater reinführen. Aber dann hätte ich halt einmal so. Und einmal so, und dann erste drei Klicks, der nächste zwei und der andere hat gar keine. Hier das gleiche. Na. Nee, das ist nicht richtig. Also ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass die beide gleichzeitig aktiv sind. Deshalb hasse ich Redstone. Also selbst bei so einfachen Sachen kriege ich es hin, dass es schief geht. Hä? Hä? Ich habe nichts anders gemacht als vorhin auch. Es ist alles so wie gerade. Warum geht es jetzt? Was wir natürlich mal machen könnten, wäre. Wie sieht es mit dem Aquädukt aus? Also abgesehen davon, dass wir das mal endlich fixen können. Das ist jetzt bestimmt schon seit 2 Monaten so.
Habe ich damit Slabs? Warum habe ich denn da mit einer Slab gearbeitet? Achso, damit es nicht tropft, oder? So, wir werden das Aquädukt auf jeden Fall nicht fertig bauen, weil ich noch nicht weiß, wo hier noch was rausgeht. Und da platziere ich ja auch die Stützen, wobei ich bei den Stützen natürlich auch ein bisschen darauf achten muss, dass sie regelmäßig sind. Aber ich möchte halt schon mal den Brunnen anbinden. So, dann gibt es eine Schicht normale Blöcke drüber. Vor denen haben wir definitiv nicht genug. Und da muss nochmal. Müssen halt nochmal Slabs und. Ne, beziehungsweise es müssen nur Stufen, oder? Ja, nur Stufen. Brauchst du gerade ein Aquädukt? In der Tat, das ist das Ziel. Also die ganze. Moment, ich hab's wieder. Ich hasse es. Wieso ist mein Schild nicht hier drin? Ich kann es ja gerade mal kurz erklären, aber ich muss kurz mal Platz im Inventar schaffen und schlafen gehen. Also ich habe halt mir hier mein Zuhause in einem Wüstentempel eingerichtet, den ich halt jetzt renoviert habe. So, kannst du bitte... Hau ab, danke. Und die Idee ist, ich habe halt hier das extra so in der Mitte integriert. Hier kommt das Wasser hoch, da unten ist auch extra Seelensand. Man sieht jetzt leider die Blase nicht. Das finde ich gerade etwas schade. Und dann kommt das Wasser praktisch hier. Hier ist auch noch eine Beacon rein. Und dann ist ja die Idee, dass praktisch hier das Aquädukt halt praktisch die Gegend mit Wasser versorgt. Und dass auch praktisch dieser Tempel der Grund ist, warum sich das Dorf hier überhaupt angesiedelt hat, bzw. ansiedeln konnte. Und weil es halt noch zusätzlich ein paar Verteidigungsanlagen hier hat mit der Mauer. Das heißt, bei einem Raid oder wenn Zombies kommen, könnten sich die Villager halt theoretisch auch hier verschanzen. Hätten halt nur 4 Eingänge, die sie potenziell bewachen müssen. Und hätten halt Deckung und Höhe für ihre Bogenschützen. Und die Idee ist halt, dass das Aquädukt hier in diesem Schatzbrunnen mündet, den ich mal gebaut habe, damit ich hier nach Schätzen angeln kann. Der erfüllt halt alle Voraussetzungen dafür. So, das wird dann gleich noch gewaterlockt. Frage, geht's auch so? Ja, das geht. Das sieht doch gut aus. Muss man sich halt nur noch überlegen. Ich meine, gut, hier müssen später noch Stützpfeiler und so hin. Wo dann der Weg aufhört, unter dem Aquädukt zu verlaufen. Das Problem ist halt, hier wird man die ganze Zeit hochspringen müssen, um das auf mir hochzukommen. Das ist halt der Nachteil an der Sache. So, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ich glaube, mit dem End-Highway, das schaffen wir heute nicht mehr. Also mit dem, zumindest, dass wir zum End schnell hinkommen. Aber wir können zumindest das Portal zum End sichern. Also das nächste Portal zur Stronghold. Ja, verlegte Wege sind halt echt immer so eine Sache. Das Haus muss weg, da führt langfristig kein Weg dran vorbei. Also das Haus steht einfach schon einen ganzen Block weit zu weit links. Liebe Enderman, könnt ihr bitte nicht... Hallo. Boah, zum Glück interessiert sie ja nur, ob man ihn ins Gesicht schaut und nicht, ob man ihn auf die Beine schaut. Ganz ehrlich, ich sehe das Risiko gerade wesentlich höher, dass die mich angreifen, als dass ich irgendwo runterfliege. So, das sind 3,5.
meine, später müssen wir auch sowieso unter dem Portal was graben, damit wir da später River einsperren können. Und weit unter dem Portal ist auch ein guter Ort für eine Beacon, wenn man noch gegen den Drachen kämpfen will. Weil die Beacon strahlen ja durch alle Blöcke durchgehen, die sonst unzerstörbar wären. Also durch Bedrock, Endportalblöcke und alles, was der Spieler sonst normalerweise nicht zerstören kann. Sobald man das hinkriegt, ist es eigentlich relativ einfach. So, und jetzt müsste es eigentlich relativ einfach werden. Das Einzige, was ich noch nachschauen muss, ist, wo die Endrods platziert werden. Das heißt, hier, hier. Und hoch. Das war nicht der Plan. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Ich find's gut. So, was wir noch machen könnten, wäre Seelensand sammeln. Also Seelenerde vor allem. Das ist schon so ein bisschen creepy, wie die ganzen Gesichter mit ihren leuchtenden Augen um mich herum sind. So, könnte sogar reichen, weil wir brauchen die Seelenerde ja nur praktisch für den Boden von dem Gang und für sonst nichts. So, lass mal gucken. Das kann da rein. Netherquarz packen wir jetzt mal hier rein. Nether Golderz können wir mal kurz. Obwohl, man weiß nie, wann man das Zeug vielleicht mal als Deko braucht. Es ist tatsächlich mehr Seelenerde als Sand. Also ich hatte eher gedacht, dass es mehr Seelensand ist, gefühlt. Ja, so eine halbe Kiste voll. Das müsste für unsere Zwecke vorerst genügen. So, Glas und Stein lasse ich mal da drin. So, ich weiß nicht, ich denke, Stein werde ich zwischen den Streams offscreen farmen, weil das einfach sonst, das dauert sonst ewig. Genauso so Sachen wie Werkzeuge reparieren. Aber ich würde sagen, das hier ist doch schon mal ein gutes Stück Fortschritt. Wir haben das Portal zur Festung gesichert und wir können dann beim nächsten Mal den Highway dahin bauen. Dann haben wir da auch schon mal ein großes Stück Sicherheit gewonnen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Ich weiß noch nicht, ob ich am 27. war. Das ist ein bisschen knapp mit Weihnachten. Und nach Neujahr ist auch. Kann ich noch nicht beantworten. Also wir sehen uns spätestens im neuen Jahr wieder.